Also wir hatten ja schon viel Positives über die Landschaft hier rund um den Binnen gehört, aber nochmal das jetzt selbst zu sehen, ist wirklich was ganz anderes. Unsere hohen Erwartungen wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Wir sind jetzt in Ninh Binh. Die ganze Area hier wird als die trockene Halong-Bucht von Vietnam bezeichnet. Und genauer gesagt sind wir in Tham Koc. Das ist hier so ein See, 15 Minuten von Ninh Binh, der Stadt, entfernt. Und das ist so das touristische Zentrum mit ganz vielen Restaurants, Unterkünften und so weiter. Und wir sind hier untergebracht in den Tham Koc Village Bungalows. Und das ist eine richtig schöne Unterkunft. Wir haben hier so einen eigenen kleinen Bungalow. Es gibt hier voll den schönen Außenbereich mit einem Pool. Das Frühstück ist auch inkludiert. Alles ist sauber. Die Leute sind super freundlich. Man kann Fahrräder umsonst leihen, auch Roller mieten, hier Wäsche abgeben. Also alles, was man so braucht. Und wir zahlen 16 Euro, also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und jetzt leihen wir uns gleich mal einen Roller. Ich glaube, das kostet 130.000 Dong pro Tag. Also wir sind jetzt bei Trang An. Und hier kann man so verschiedene Bootstouren machen. Und das ist eine der Hauptattraktionen hier so auf dem Fluss. Und ja, machen wir jetzt einfach mal. Let's go. Also das passt jetzt auf jeden Fall sehr gut. Es sind immer 4 Leute pro Boot. Das heißt, wir haben jetzt ein Boot ganz für uns. Sehr nice. Also es gibt wohl 3 verschiedene Routen. 1, 2, 3. Same. All same? Ja. Wir können hier auf jeden Fall zu unserem spirituellen Ich finden, weil hier gibt es nämlich ganz viele heilige Stätten, die wir jetzt besuchen werden. Der erste Stopp am Tempel war ganz cool, aber der Bootsfahrer ist kein Guide oder so, also der erzählt jetzt nichts. Von daher ja, muss man sich darauf verlassen, was man so auf dem Flyer sieht. Und jetzt sind wir in so eine Höhle reingefahren, ja, die relativ flach ist. Muss ich so ein bisschen ducken. Ist schon ein bisschen scary. Also während wir hier gerade durch Upside Down gefahren sind, hat sich die Sonne ein bisschen blicken lassen, so ein bisschen aufgeklärt. Dann sieht das Ganze natürlich noch viel schöner aus. Also die Landschaften sind schon wirklich sehr nice, muss ich sagen. Richtig schön. Neben Bedos Bucketlist-Moment ein Foto mit dem Mönch zu machen, ist es auch sonst relativ cool, also sehr ruhig und entspannt. Es sind auch gar nicht so viele Boote hier unterwegs. Also Timmy war vor ein paar Jahren hier schon mal in Vietnam gewesen und meinte, es war ultra voll. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder vielleicht noch ein bisschen an Corona, aber es ist okay. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Boot und schippern mal weiter. Wir sind jetzt hier durch die nächste Cave gefahren und haben den nächsten Tempel angesteuert. Aber ich glaube, ihr habt so das Prinzip verstanden, wie diese Tour abläuft. Also ja, man schippert hier so ein bisschen rum, fährt so durch diese Caves durch, besucht ein paar Tempel und ja, genießt einfach diese traumhaft schöne Landschaft. Also ja, uns hat es jetzt, sage ich mal, trotz mäßigem Wetter ziemlich gut gefallen. Und wenn die Tour vorbei ist, schwimmen wir uns nochmal auf dem Roller, haben uns nochmal einen Tempel rausgesucht, der ist hier so eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Der soll aber auch richtig cool sein und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt nochmal kurz gehalten und wollten eigentlich was essen gehen. Aber erstens ist es ziemlich frech teuer hier für vietnamesische Verhältnisse. Und zweitens, ja, ich weiß nicht, ob wir es so im Hintergrund sehen können, das Wetter wird nicht besser gerade und wir fahren zurück nach Tham Koc zu unserer Unterkunft und ja, belassen es heute dabei und warten auf besseres Wetter, weil wir haben noch ein paar Tage Zeit und ja, sehen uns dann wieder, hoffentlich bei Sonnenschein. Gleicher Ort, aber deutlich besseres Wetter. Heute scheint die Sonne und da kann man auch mal sehen, wie nice diese Unterkunft hier wirklich ist. Also für, ich glaube, 16 Euro inklusive Frühstück auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Und wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg, fahren zu der Pagode, wo wir letztens hin wollten. Bai Dinh Pagoda heißt die, glaube ich. Und ja, schwingen uns wieder auf die Roller. Also das Gelände hier ist relativ weitläufig. Wir sind jetzt hier bei dem Eingang, hier rechts oben.
Und man muss dann diese gelben Electric Cars nehmen, um sozusagen hier in das Tempelgelände reinzukommen. Hier drin kann man dann laufen und wenn man diesen größeren Tempel hier machen will, dann kostet es nochmal extra. Also ich glaube, nur Eintritt kostet 60.000, mit dem großen Tempel kostet 100.000. Und dann kann man sich auch noch ein Electric Car drinnen nehmen, anstatt zu laufen, dann kostet es nochmal mehr. Aber ja, wir laufen und ja, spielen uns jetzt mal hier in so eins der gelben Autos. Also vom ersten Eindruck her kann man schon mal sagen, dass auf jeden Fall nicht so viel los ist. Zumindest jetzt hier im Eingangsbereich nicht. Sieht aber echt cool aus, so ein langgezogener Gang hier mit so ganz vielen Buddha-Statuen. Vietnam ist ja ein kommunistisch geführtes Regime, das heißt, das Land ist tendenziell eher atheistisch geprägt, aber es hat sich ein bisschen Religion erhalten und hier in Vietnam ist es so ein Mix aus Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus, falls man das so nennt. Und ja, das sieht man hier an diesen ganzen Tempeln, das sieht so ein bisschen eher chinesisch aus, sage ich jetzt mal, aber dann sieht man auch viele goldene Buddha-Statuen und so, also ein sehr interessanter Mix und die Tempelanlage ist wirklich sauschön und ziemlich weitläufig. Wir sind ein bisschen spät dran, die Sonne ist jetzt schon so fast untergegangen, aber ja, jetzt wird es auch beleuchtet, also sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Jetzt hier bei dieser großen Pagode angekommen und hierfür haben wir auch dieses extra Ticket gekauft. Damit dürfen wir jetzt einmal nach oben fahren und von da aus hat man bestimmt nochmal einen richtig coolen Blick. Die Aussicht von hier oben ist nochmal richtig schön und wahrscheinlich besser noch tagsüber, aber auch nachts, wenn man die ganzen Tempel hier so beleuchtet sieht und so, hat schon eine sehr mystische Stimmung. Und ja, wirklich einer der größten Tempelanlagen, die wir bisher gesehen haben. Und auch nicht viel los. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es schon abends ist, aber der Tempel hat auch bis 10 Uhr offen. Von daher, ja, sehr wenig Leute, sehr cool. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir fahren jetzt zurück nach Tam Koc und dann zeigen wir euch nochmal so ein bisschen die Turi Area. Wir sind jetzt zurück hier in Tam Koc, was so das touristische Zentrum hier ist. Hier kommen eigentlich alle unter, die hier in der Nähe sind. Also es gibt super viele Hostels, Restaurants, Bars, Massagestudios, Souvenirstände, alles was halt irgendwie so dazugehört. Und ist natürlich voll und ganz auf den Tourismus ausgelegt und es ist auch einiges los. Aber unsere Unterkunft ist so ein bisschen außerhalb, also locker in Laufnähe, irgendwie 2-3 Minuten, aber so ein bisschen weiter. Das war eigentlich dann sehr entspannt. Hier auf der Hauptstraße ist schon einiges los. Aber es gibt ein paar gute Restaurants, da können wir auch 2-3 weiterempfehlen. Einmal Curry King. Ein sehr leckerer Inder, dann gibt es noch ein veganes Restaurant, da habe ich den Namen vergessen, das blende ich einfach mal gerade drüber. Und dann noch das Banana Tree Hostel, das ist so das bekannteste Hostel hier, also wer alleine unterwegs ist und Connect möchte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Aber an sich ist der Ort jetzt nicht so dolle, aber ist halt so ein typischer Ausgangsort, würde ich mal sagen. Und wir haben auch noch morgen 2 Sachen vor, die werden mit Sicherheit nochmal sehr cool, drückt die Daumen, dass das Wetter gut bleibt und dann sehen wir uns morgen wieder. Unsere Zeit in Ninh Binh neigt sich hier so langsam dem Ende zu. Aber eine Sache, die wir schon mal sagen können, man sollte vielleicht 1-2 Tage mehr einplanen als ursprünglich gedacht, weil das Wetter ist doch recht unbeständig. Also heute ist es auch wieder so ein Sonne-Wolken-Mix und wir hatten einige Tage, wo es einfach komplett verregnet war und wir gar nichts machen konnten. Obwohl wir jetzt eigentlich so in der Trockenzeit hier sind, so Mitte November, wobei das irgendwie immer schwerer voraussehbar ist, das hören wir immer öfter, dass man das gar nicht mehr so genau sagen kann. Von daher, ja, plan ein paar Tage mehr für die Umgebung hier ein. Und wir haben jetzt noch eine Sache, ein großes Highlight, was hier so die bekannteste Sehenswürdigkeit ist, ist ein Viewpoint. Da schwingen wir uns jetzt auf die Fahrräder und machen uns auf den Weg. Die Fahrräder können wir uns einfach in der Unterkunft ausleihen, kostenlos. Geht eigentlich auch in jedem Hostel und Homestay in Tam Koc. Und sind ein paar Ältere dabei, aber fahren tun sie alle. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, weil ja, wir sind wieder mal spät dran, wie immer. Und es neigt sich schon so langsam dem Sonnenuntergang zu. Ich hatte ja gesagt, das ist eine der bekanntesten Sachen, die man hier in der Umgebung von Ninh Binh machen konnte. Da bin ich mal gespannt, wie voll es wird. Aber hier die komplette Anlage ist schon mal halt so, ja, angelegt. Und jetzt geht es ja 500 Stufen nach oben. Es
gibt scheinbar zwei verschiedene Aussichtspunkte. Einmal hier das Türmchen, was ihr im Hintergrund seht, und einmal in die andere Richtung, wo man halt den Sonnenuntergang besser sieht und so ein schönes Panorama mit so einem Fluss hat. Tibi weiß Bescheid, da war ich nämlich schon mal gewesen. Also, let's go! Wir sind jetzt ganz oben angekommen. Hier ist auch so ein riesiger Drache. Hier kann man sich ein bisschen langhangeln noch. Hat einen richtig, richtig coolen Blick. Aber es ist auch ziemlich viel los und so ein bisschen chaotisch, weil hier halt alle aneinander vorbeiklettern und so. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und jetzt ja, sieht es wieder so ein bisschen nach Regen aus. Deswegen fahren wir schnell zurück mit dem Fahrrad und dann ziehen wir noch mal ein kleines Fazit hier von unseren Tagen in Ninbin. Wir sind zurück vom Hang Mua Viewpoint hier in unserer Unterkunft, die auch bei Nacht nicht weniger schön aussieht. Und ziehen ein gemischtes Fazit davon, weil es war einerseits sehr schön, die Aussicht auf die Landschaft ein Traum, aber es war extrem überfüllt. Also an den Fotospots war schon ein richtiges Gedränge und ganz oben bei diesem Drachen auch. Das müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber wir haben auch nach keiner Alternative geschaut, wo es weniger besucht ist. Von daher wollen wir uns nicht beschweren und uns auf das Positive konzentrieren. Ja, und unser Gesamtfazit fällt auf jeden Fall positiv aus. Also die Landschaft hier rund um Ninbin ist auf jeden Fall wunderschön, hat uns sehr beeindruckt. Wir haben auch noch einen Blogbeitrag geschrieben über Ninbin bzw. über ganz Nordvietnam. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr ganz viele Infos über das Reisen hier im Norden von Vietnam, Unterkunftstipps, alle Aktivitäten, alles, was ihr machen und wissen müsst. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt und vielleicht auch ein Abo da lässt. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Restaurants, Bars, Mascha. Aber das muss man... Und auch in den Spot. Und sonst... Einfach nur, was da für eine Vagone stand. Das sieht halt immer ultra scheiße aus. Ja, dann sag mir doch mal, jetzt beweg dich nicht. Ich bin filmen die ganze Zeit, beweg dich nicht. Oh, es kommt doch einfach mal raus. Wir sind Fliegenverschluckt.